Ihr habt auch Lust, euch vielleicht als Clown oder als Feuerwehrmann oder Polizist zu verkleiden? In dem kommenden Video zeige ich euch genau, was ihr dafür tun müsst. In Boardbaker 7 habt ihr nur mit den neuen interaktiven Vorlagen die Möglichkeit, euch auch kreativ auszulassen. Und das, was ich verwendet habe, ist das sogenannte Stempeln. Hier könnt ihr eine eigene Stempelseite erstellen und entsprechend das, was gestempelt werden soll, an den rechten Rändern hinzufügen. Dafür müsst ihr nur die Felder anklicken, über die Tastatur den Begriff eingeben, die Enter-Taste drücken und es wird automatisch die Symbolsuche erscheinen. Füllt nun alle Felder nach euren Interessen. Über die Funktion Symbol bearbeiten habt ihr sogar noch die Möglichkeit, die Symbole entsprechend Farbe und Erscheinung noch individuell anzupassen. Ihr könnt nun in die Mitte klicken, dort ebenfalls die Enter-Taste drücken und über aus Datei ein gewünschtes Foto von der Kamera wählen aus dem Rechner. Und schon könnt ihr losgehen mit dem Verkleiden. Geht auf Spielen und könnt nun die entsprechenden Verkleidungen in das Bild ziehen, vergrößern, verkleinern, verschieben und so eine schöne neue Verkleidung ausprobieren. Wir wünschen viel Spaß beim Verkleiden und Anziehen in Boardmaker 7.